Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Zwischenzeit-Reading für Singles oder für manche, die in einer Partnerschaft sind, die nicht glücklich ist und sich eigentlich auch als Single fühlen. Und das ist jetzt genau die Zeit, wo dieser Vollmond im Skorpion diese dunklen Flecken in uns aufdeckt. Und das sehen wir auch im Kartendeck. Und da fange ich gleich mal an. Ich habe aus dem Lenormand eine Neunerlegung gemacht. Ihr seht die Hauptenergie, die Klärungskarten und das ist ja immer die Gesamtenergie. Und ihr glaubt nicht, was hier gefallen ist. Hier, jetzt kriege ich sie nicht auf, hier ist der Mond gefallen. Passend zu dem jetzigen Vollmond. Und was ich mache jetzt, ich decke diagonal auf. Und da ist es genau, wie ich es gesagt habe, dieser Vollmond deckt dunkle Flecken in uns auf, die wir uns anschauen dürfen, die wir auch annehmen sollten, müssen. Müssen ist immer so ein Wort, was ich ungern verwende, weil von uns muss niemand etwas. Wir können es tun. Und wir können auch dadurch etwas lernen. Und ich sage deshalb ungern muss. Aber ihr seht, das ist auch die göttliche Aufgabe. Ich nehme es ja auch für die göttliche Führung wahr. Die göttliche Aufgabe führt uns alle, nicht nur euch, auch mich, Uli, uns alle, an unsere dunklen Flecken. Hier, jetzt in dieser Zeit, die wir uns anschauen dürfen. Den Lebensabschnitt hinter uns lassen. Und was ist es? Was ist es? Und da möchte ich gleich diese Karte aufdecken. Das ist nicht der Neubeginn. Ich habe es wahrgenommen, eigentlich für unsere Kindheit. Was in unserer Kindheit wir vielleicht an Wünsche hatten, wie wir uns unser Leben vorgestellt hatten, wie wir gern leben würden. Aber auch oftmals viele von uns haben in der Kindheit nicht diese Liebe bekommen, die sie eigentlich wollten. Vielleicht sind wir Trennungskinder, einige von euch. Ich zum Beispiel, ich bin ein Trennungskind. Ich war 6 Jahre alt, haben sich meine Eltern getrennt. Vieles dürfen wir uns ansehen. Vieles in dieser Zeit kommt nochmal hoch. Wir sollten aber auch daraus lernen, ja, unsere spirituelle Aufgabe, dieses Kapitel aus unserer Kindheit nochmal unter die Lupe zu nehmen und dann zu schließen. Das ist unsere Aufgabe, daraus zu lernen und es besser zu machen. Und den Menschen, auf die wir vielleicht Groll hegten oder hegen, vergib diesen Menschen. Vergib diesen Menschen. Und bring positive Energie in dieses Kollektiv. Bring positive Energie auch zu den Menschen, für die du Groll hegst. Tust du das nicht, kann eins passieren. Und da decke ich diese beiden Karten auf. Wird die Sehnsucht nach Liebe weiterhin stärker. Du musst dieses Kapitel schließen. Du musst auch diesen Lebensabschnitt für dich beenden, was da in der Kindheit passiert ist. Oder was du vielleicht, es muss ja nicht immer jeder hat schlechte Erfahrungen in der Kindheit, aber vielleicht auch diese Träume, die du hattest, die du jetzt nicht verwirklichen konntest, das vielleicht hängt dir nach. Und du sagst, mein Gott, als Kind hatte ich doch diese Träume, ich hatte Wünsche, sind nicht in Erfüllung gegangen, meine Träume sind nicht in Erfüllung gegangen. Auch ich hatte viele Träume, viele Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Aber da muss ich mir auch selbst vergeben und muss sagen, okay, ich wusste es damals nicht besser. Jetzt weiß ich es besser. Und jetzt kann ich Teile dieser Wünsche, was noch möglich ist, umsetzen. Auch kann ich jetzt Träume, wenn es möglich ist, wenn es mir möglich ist, mir erfüllen.
Und da muss man einfach auch in die Vergangenheit schauen und sagen, okay, aus bestimmten Gründen, aus bestimmten Situationen heraus konnten diese Träume, diese Wünsche nicht Erfüllung gehen. Aber ich beende diesen Lebensabschnitt. Ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne. Und das ist nämlich auch hier wunderschön gefallen. Nach vorne schauen. Diesen Kreislauf, in dem man sich befindet, dieser Kreislauf, der einen immer wieder diese dunklen Flecken hochholt, verlass ihn. Und da ist auch dieser Mond dafür zuständig, dass du das jetzt tun kannst. Du kannst jetzt nach vorne gehen. Du kannst diesen Kreislauf verlassen. Und die Sehnsucht nach Liebe. Wenn du Teile, was dich noch bedrücken, was dich noch verletzen, wirklich beendest, wird auch sich die Liebe für dich erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du diese dunklen Flecken, die dich noch verfolgen, oder Situationen im Leben, die dir Kummer bereiten, die dich an Grenzen bringen, wenn du die hinter dir lässt, und jetzt zeige ich dir diese beiden Karten, und ganz wichtig, dich als Geschenk siehst, wird sich in deinem Leben vieles ändern können. Wenn du als Mann zusiehst, sieh das bitte als männliche Hauptperson. Schau mal, du blickst genau in das Kreuz. Was möchte die göttliche Führung damit oder dir damit sagen? Es möchte dir sagen, wir sind bei dir. Wir sind bei dir und wir unterstützen dich. Nur diese vier Karten im Quadrat, diese Ängste, die du aus deinem früheren, aus deinem jüngeren Leben mitgebracht hast, da sagt die göttliche Führung, schau dir das an. Wir stehen an deiner Seite. Du hast jetzt die Möglichkeit der Heilung. Und dann wirst du dich auch wieder als Geschenk sehen. Viele von uns über Jahre sehen sich ja nicht als Geschenk. Wir sehen uns ja nicht als wertvoll, wie wir eigentlich sein dürfen. Natürlich sieht man sich als wertvoll, aber nicht als dieser Mensch, der es wert ist, das Leben zu leben, was er gerne möchte. Und wir können es, wir können vieles im Leben ändern, wir können vieles im Leben verändern, wenn wir das nur wollen. Aber dazu, wirklich dazu, ist es wichtig, in die Vergangenheit auch zu schauen und zu sagen, was ist es, was ich da mitschleife, mitziehe. Und das darf beendet werden, das darfst du hinter dir lassen. Denn es ist auch deine spirituelle Aufgabe. Und es ist ganz, ganz wichtig. Diese Aufgaben werden uns gegeben, auch vor der Inkarnation. Auch unsere Seelen haben Aufgaben, Gaben mit in dieses Leben gebracht. Viele von euch, und da bin ich oder wir wahnsinnig stolz drauf, sind in dem Prozess sehr, sehr weit. Und das ist auch, was dich am Ende des Tages nach vorne bringt, was dich aus diesem Kreislauf heraus katapultiert und du dich als Geschenk siehst. Schau mal, auch hier diagonal, wenn du dich als Geschenk siehst, auch deine Ängste anschaust, ist dein Herz für etwas Neues offen. Du brauchst nicht mehr die Sehnsucht danach haben. Ja? Wann kommt endlich die Liebe? Oder wann kommt er? Vielleicht ist er in einer Beziehung, vielleicht ist er in einer Ehe oder was auch immer. Warte nicht. Du musst nicht warten. Du musst für dich erst deine Aufgaben erledigen, Kapitel in deinem Leben schließen. Vielleicht ist es ja auch mit ihm. Oder auch in familiärer Beziehung. Im Freundeskreis. Oftmals haben wir Probleme im Freundeskreis, auch auf der Arbeit. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Da gab es auch Personen, die mich getriggert haben. Aber
ich muss hier offen und ehrlich sagen, auch ich war nicht stark genug, mich dagegen zu wehren, Grenzen zu setzen, zu sagen, nein, jetzt ist es die und die Zeit und da ruft mich keiner mehr an. Das ist meine Freizeit und das hast du zu respektieren. Und wenn du es nicht respektierst, dann ist es nicht mein Problem, dann ist es dein Problem, weil du mit dir selbst ein Problem hast. Und das ist auch, wenn man andere Menschen nicht respektiert, respektiert man sich selbst nicht. Denn wie möchte ich jemanden anders respektieren, wenn ich mich selbst nicht respektiere? Wenn ich nicht meine Flecken anschaue? Warum bin ich so ungerecht zu anderen? Warum verhalte ich mich so? Ja, das ist meine innere Unzufriedenheit. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, hinzuschauen. Hinzuschauen, anzunehmen. Und wenn man das tut, wird auch hier die göttliche Führung uns dafür belohnen. Die wird sagen, ja, du nimmst deine Aufgaben an. Ja, du bist ein gerechter Mensch zu dir selbst. Also musst du oder darfst du auch gerecht zu anderen sein. Respektiere andere Menschen. Respektiere Tiere. Du möchtest auch respektiert werden. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Im Leben ist alles ein Geben, ein Nehmen. Ich gebe dir was, ich erwarte gar nichts, aber ich weiß, wenn du mir gibst, nehme ich. Und diese Erwartungen auch beiseite zu legen, ist ganz, ganz wichtig. Was immer wir tun es aus Liebe, aus Respekt. Und hier liegt es auch. Dieser Vollmond im Skorpion, ich kann es nur immer wieder sagen, der wühlt innerlich diese dunklen Flecken auf. Der bringt jetzt Dinge ans Licht, was wir lange, lange, lange schön unterdrückt haben, was wir nicht anschauen wollten. Aber es kommt hoch und es muss auch hochkommen. Und ich habe da wirklich dieses Gefühl, wir haben da lang auch Uli und ich geredet, jetzt ist auch an der Zeit, wo sich vielleicht der liebe Gott zurücklehnt und sagt, ja, lass es beginnen. Die, die es jetzt schaffen, die werden geführt. Die, die es nicht schaffen, nicht einmal in sich gehen, auch nicht zu sich stehen, auch nicht für ihre Werte kämpfen, für ihre Rechte kämpfen, das werden die Verlierer sein. Und es ist auch richtig so. Denn wir alle, wenn wir unsere Aufgaben annehmen, wenn wir zu uns stehen, wenn wir zu unseren Rechten, zu unseren Werten stehen, wir alle haben dann die Möglichkeit, hier von dem lieben Gott geführt zu werden. Ja, meine Lieben, ich finde ein Wahnsinns-Reading, zeigt wunderschön, wirklich wunderschön, wo der Weg eigentlich hingehen soll. Und ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Sieh dich als Geschenk. Sieh dich als wunderschönes Geschenk. Schau dir auch die dunklen Flecken an, denn dein Herz möchte aus dieser Sehnsucht raus. Es möchte wieder geliebt werden und du möchtest wieder lieben. Aber dazu ist es nötig, auch Dinge anzunehmen. Da liegt's. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwoch, eine wunderschöne Woche und wir hören und sehen uns bald. Ich wünsche euch auch alles, alles Gute zu diesem Vollmond, denn der ist heftig. Wir wissen es, wir spüren es selbst, aber denk immer dran, Aufgaben annehmen und du wirst göttlich geführt sein. Es hat alles seinen Sinn. So, jetzt noch, wie gesagt, einen wunderschönen Mittwoch, eine wunderschöne restliche Woche. Macht's gut, euer Micha. Tschüss.